Hallo Freunde, wir sind in der vierten Runde angekommen und der Andi spielt gegen Jens Hammel 1307 DBZ. Und ob wir den ersten Sieg einfahren konnten, das schauen wir uns jetzt an. Los geht's. So, Andi hat wieder Weiß und spielt wieder E4. Der Gegner wieder Caro-Kann. Scheint eine sehr beliebte Eröffnung zu sein. Und schon kommt Andi wieder mit seinem Läufer C4-System. Okay, D5 und Läufer B3. Dieses Gambit kennen wir ja aus der zweiten Runde. Schlägt Dame H5, droht ihn wieder matt. Das wird diesmal mit E7, E6 abgewehrt, was den Läufer schon ein bisschen einsperrt. Das könnte man als kleinen Teilerfolg natürlich werten. Der Caro-Kann-Spieler hat natürlich gerne diesen Läufer draußen. Springer C3, gut. Springer F6. Dame H4 ist gut, hat den E4 wieder im Auge. Und nach Läufer E7 können wir uns jetzt im Grunde entscheiden, ob wir, so wie Andi hier, sich den Bauern jetzt zurückholt oder ob wir vielleicht wieder in diese Gambit-Varianten mit F3 einleiten wollen, ja, mit der Idee hier Rochade und vielleicht den Springer mal irgendwie überführen und den Läufer auf diese Diagonale und ups, diese. Um vielleicht irgendwie einen Angriff zu starten. Aber, und das ist eben auch ein klitzekleines Problem von dieser Variante in sich, dass dieser Läufer auf B3, natürlich guckt er Richtung F7, aber F7 und E6 sind zuverlässig gedeckt und überdeckt. Da sind auch so schnell jetzt erstmal keine sinnvollen Opfer möglich. Und vielleicht steht der Läufer dann doch nicht ganz optimal. Ne? Vielleicht stünde der Läufer auf der C2H7-Diagonale doch irgendwie aktiver und gefährlicher. Besonders natürlich, wenn Schwarz kurz rochiert hat. Aber gut, das ist natürlich Geschmackssache und so weiter. Ja? Deswegen ist alles kein Problem. Springer E4, auch gut. Wir haben den Bauern zurück. Und wir haben jetzt eine Stellung, wo einfach dieser Läufer eingesperrt ist. Wir haben hier überhaupt keine Nachteile. Ne? Von daher, jetzt kann die Partie auch losgehen. Kein Problem. So, 0-0, Springer F3, Springer D7. Sehr, sehr natürlich. D4, wunderbar. Ne? Bereitet hier auch C3 oder C4 vor, damit der Läufer hier hin kann. Dann haben wir hier auch zwei Bauern im Zentrum. Gerade das Feld D5 hätten wir dann kontrolliert. Das so Springermanöver oder Damentauschangebote dann irgendwann nicht funktionieren. Also wir haben hier im Grunde eine sehr, sehr harmonische und gute Stellung. Und wenn wir jetzt mal gucken, hier haben wir mit Weiß im Grunde zwei Optionen. Also die Dame ist angegriffen. Die Dame muss wegziehen. Und wenn man jetzt hier jemand fragt, man würde wahrscheinlich mit hoher Wahrscheinlichkeit die Züge Dame H4 oder Dame E2 hören. Das sind so die natürlichen Felder für die Dame. Wir schauen uns das mal ganz kurz an. Auf H4 hat eben die Idee, wenn Schwarz sich weiterentwickelt, Weiß holt diesen Läufer auf diese Diagonale, möchte dann mit Läufer G5 den F6 tauschen, den H7 schon bedrohen und auf H6 hier diese klassischen Standardopfer bringen. Mal so ganz grob gesprochen, ja, und unter gütiger Mithilfe von Schwarz natürlich mal die Ideen für Weiß demonstriert. Dann würde die Dame hier auf H4 interessant stehen. Wir könnten hier aber auch die Dame nach E2 stellen. Einfach mit der Idee, wenn Schwarz jetzt hier mit sowas kommt, dann haben wir immer C4, um diese Diagonale zu blocken. Und auch hier kriegen wir diesen Läufer hier wieder wunderbar zurück, können den Turm nach D1 stellen und jetzt haben wir eine ganz, ganz typische normale Stellung, wo die Züge Läufer C2, der Springer nach E5, der Läufer vielleicht nach G5, der Turmschwenk über D3 nach G3, ja, und der andere Turm nach D1. Wir haben so viele natürliche Züge und wir sehen die Dame auf E2, die steht eben keinem der weißen Figuren im Weg. Und deswegen steht die Dame hier auf E2 sicherlich auch sehr, sehr gut. Und das wäre so ich hab jetzt auch nichts mit Bösem gerechnet oder so. Und dann sehe ich, oh, Andi hat die Dame da hingestellt. Was macht die Dame da? Bin ich mir nicht so sicher. Klar, wir haben H7 noch im Auge, vielleicht solche Ideen und so, ja, aber so richtig, bis wir hier mal eine Drohung auf H7 aufbauen können,
Da vergeht noch einiges. Ja? Und auf D3 steht die Dame einfach nicht gut. Besonders wenn Schwarz hier den klassischen Gegenschlag im Zentrum macht. Ja? Und jetzt, wir wissen ja, Andi möchte nicht. Ups, Moment. Andi hat C3 gespielt. Andi möchte natürlich nicht die Dame tauschen. Ja? Das ist ja quasi ein komplettes No-Go für Andi. Und hier in dem Fall auch berechtigt. Ja, mit so einem Isolani auf D4 macht keinen großen Sinn, diese Abwicklung. C3, guter Zug, deckt den D4 nochmal. Schwarz tauscht auf D4. Und jetzt müssen wir so ein bisschen mal reingucken. Und zwar, Andi hat hier mit dem Bauern geschlagen. Den halte ich für eher fragwürdig. Auch hier die Anmerkungen mit den Bewertungen sind von mir, ja, nicht vom Computer. Warum? Normalerweise würde ich sagen, mit dem Isolani spielen ist überhaupt kein Problem. Ja? Man macht jetzt die Rochade, kriegt auch hier den Läufer raus, man kriegt die Türme ins Zentrum, AD1, Turm FE1, den Läufer vielleicht auf diese Diagonale wieder postiert, ja, und so weiter. Man hat diese typischen Isolani-Ideen mit Aktivspielen und gucken, was passiert. Ne? Alles gut. Trotzdem klappt das hier aus einem Grund, der auch in der Partie jetzt eben kam, nicht. Und alternativ hätten wir jetzt eben auch mit der Dame schlagen können. Ich weiß, das hat Andi wahrscheinlich überhaupt gar nicht in Erwägung gezogen, weil es nicht seine Welt ist. Damen tauschen, ja, dann opfer ich lieber eine Figur für gar nichts, bevor ich die Dame tausche. Mit so einer Einstellung limitiert man sich natürlich selber in seinen Möglichkeiten. Aber nur rein theoretisch nach dem Damentausch. Und dann haben wir diese typische Struktur, dass wir mit Weiß diese 3 gegen 2 Bauern am Damenflügel haben. Und da haben wir, ich weiß gar nicht, ob ich da ein Video zu gemacht habe oder ob ich da im Livestream mal die Thematik gemacht habe, wo wir uns das intensiv angeguckt haben und wie schnell diese Bauern hier in Wallung kommen. Und einfach einen leichten Vorteil bekommt man hier einfach, na, weil die eigenen Bauern in Wallung geraten, während die schwarzen Bauern, naja, vielleicht noch E5 und E4, aber kommen keine Walze in Wallung irgendwie. Ja? Während unsere Bauern hier mit C4, A3, B4, C5, dann haben wir vielleicht das Feld D6 für unsere Figuren. Ja? Wir haben so viele Möglichkeiten, aktiv, dynamisch und. Naja, wie gesagt, wenn man mit dem Stellungstyp ein bisschen vertraut ist, hat man hier vielleicht eine Idee, dass das Weiß in der Praxis hier Ideen hat. Und ich verlinke mal den Livestream oder das Video in Abspann. Ja? Könnt ihr euch selber mit beschäftigen. Diese 3 zu 2 am Damenflügel ist deutlich gefährlicher, als es auf den ersten Blick aussieht. Natürlich muss Schwarz nicht verlieren, aber man hat Ideen. In der Partie kam hier aber dieses C mal D und dieses fragwürdig beruht darauf, dass der König eben noch nicht rochiert hat. Und Schwarz jetzt hier mit Läufer B4 Schach so einen Zug wie Läufer D2 erzwingen kann und dadurch werden ja weitere Figuren getauscht. Und grundsätzlich wollen wir bei Isolani-Strukturen möglichst viele Leichtfiguren am Brett halten. Ja, auch diesen Läufer, der ja mal potenziell auf H6 sich opfern kann. Nach H6-Geschichten. Ja? Wir brauchen jede Leichtfigur. Und alles, was wir tauschen, ist ja weniger Angriffspotenzial. Dame A5, okay. Jetzt rochieren wir. Springer D2. Zack. Jetzt haben wir diese Stellung. Wir haben eine weitere Leichtfigur getauscht. Wir haben den Isolani auf D4. Und die weißen Figuren stehen im Augenblick, abgesehen davon, dass nur noch zwei Leichtfiguren sind, stehen auch nicht bereit für irgendwelche Angriffe oder so. Ne? Und im Gegenteil, je mehr Figuren getauscht werden, desto anfälliger wird dieser Bauer, dass der vielleicht mal zur Schwäche neigt, dann Richtung Endspiel. Okay, Turm D8, guter Zug. Auf der D-Linie diesen Druck machen. Andi spielt Turm AC1 und ja, so ein Zug wie E5 geht jetzt hier wahrscheinlich nicht. Gucken wir uns gleich mal an. Aber was macht der Turm auf C1? Auf C7 komme ich ja noch nicht hin. Nach C5 ist eigentlich auch keine Drohung, weil die Dame den Turm einfach schlägt, ja, weil unsere Dame hier ungeheckt auf D3 steht. Ja, wieder so ein kleines Indiz dafür, dass die Dame auf D3 nicht so gut steht.
kleine Variante. Mein erster Eindruck war, Türme zentralisieren. Wir müssen auch den Bauern direkt halten. Ja? Und wenn Schwarze hier entwickelt, dann würde ich einfach mal mit Springer C4 aus der Not quasi eine Tugend machen, ein Tempo hier gewinnen und wenn die Dame wegzieht, vielleicht den Springer anfesselt, das Feld D6 kontrolliert, damit der Springer da nicht reinhüpfen kann, würde ich trotzdem den Springer nach E5 stellen, denn ich habe kein Problem mit dem Damentausch. Jetzt habe ich alle Figuren einigermaßen aktiv stehen. So ein Läufer C6 könnte ich jetzt hier auch selber immer rausnehmen, dass er hier auch einen Einzelbauer hat. Ansonsten könnte ich hier auch den Turm auf die C-Linie stellen. Ich drohe jetzt hier verdoppeln. Wenn er schlägt, habe ich meinen D4-Bauern gedeckt und die Schwäche ein bisschen aufgelöst. Sieht alles sehr, sehr natürlich und ungefähr ausgeglichen aus. Aber, und wenn man sich dann überlegt, wahrscheinlich ist sowas hier überhaupt nicht bei Andy vorgekommen, weil in dieser Variante ja hier ein Damentausch kommt ja gar nicht in Betracht. Ja, auch hier wieder, man limitiert sich selber in seinen Möglichkeiten, wenn man nur auf, ich will die Dame am Brett halten und ich will nur auf Angriff spielen oder so, das limitiert ein bisschen. Es kam Turm AC1, der ist per se jetzt kein Fehler ist oder so. Ne? Okay, dann schwenkte die Dame nach H5. Wir gucken mal eben, warum geht so ein, also Variante, warum geht so ein Zug wie E5 nicht? Nun, dann spielen wir den Springer nach C4, greifen Dame und Bauer an. Der Bauer muss gedeckt bleiben. Auch hier wieder, hier am besten hier hin, wegen Fesselung, Damentauschideen und so weiter. Wenn die Dame nach D5 geht, dann hätten wir, sieht gefährlich aus, ihn hier in diesen Abzug reinlaufen. Ja, dass wir hier einfach mit Springer B6 die Qualität mitnehmen, ja, weil wir hier die Dame angreifen. Ansonsten haben wir auch zumindest noch Optionen nach Dame B5. Wenn wir nicht die Dame tauschen wollen, auch hier geht Springer E5 eben leider nicht wegen Dame E5, ne? Wegen hier. Aber wir könnten hier so einen Zug wie Dame G3 spielen. Das würde doch wieder dem Spielstil von Andy entsprechen. Erstmal gehen wir hier aus dieser Festung raus. Wir greifen den E5 an. Und das auch mehrfach. Und wenn der Turm auf D4 schlägt, dann hängt der E5 halt mit dem Springer. Kein Problem. Und wenn der Bauer hier schlägt, dann haben wir hier Springer D6 als Option. Wir greifen die Dame an. Wir greifen den F7 an. Ja, die Dame deckt das Feld D6. Der Turm kommt dann auf die siebte Reihe rein. Auf einmal erwachen alle weißen Figuren zur Aktivität. Das wäre vielleicht was gewesen. Ne? Deswegen E5 funktioniert hier mit Schwarz nicht. Dame H5, okay. Und jetzt Dame C3. Den fand ich auch wieder. Naja, ich würde nicht sagen fehlerhaft, aber. Ne? Oh, pardon. Nee, wo? Oh, da ist er. Was macht die Dame da? Ja, man will aus dieser Fesselung raus, das ist verständlich. Aber was macht die Dame auf C3? Versperrt den Turm, dass der nicht nach C7 kommt. Ja? Auf C3 steht sie ein bisschen unnatürlich. Wir können uns mal eine Alternative vielleicht anschauen. Was hier normalere Züge? Also erstmal so Turm C5 geht natürlich wieder nicht, ja, wegen Dame C5 und dann hängt der D3, die Dame. Aber Alternativen sind natürlich, sagen wir mal, den Springer mal zu zentralisieren, um solche Züge auch zu verhindern. Jetzt geht er eben trotzdem nicht. Springer E5 kommt wieder Dame E5, ist klar, aber hier hätten wir den Zwischenzug Turm C5. Ja, und auf einmal ist dieser Bauer hier in Gefahr, respektive hier hinten die Dame und so weiter. Das wäre, dann hätten wir zumindest mal die Figuren wieder ein bisschen mehr zentralisiert. Springer F3. Ja, der Turm kann vielleicht mal nach C7 kommen jetzt hier und so. Dann ist alles im grünen Bereich. Wir haben natürlich einen Isolani, aber stehen hier jetzt nicht unbedingt schlechter oder so. Wir hätten alternativ auch vielleicht die Überlegung, na komm, Dame G3, das ist vielleicht auch was für Andi, ja? Zu sagen, komm, ich opfer diesen Bauern,
hol mir dieses Tempo hier noch und versuche meine Figuren zu aktivieren. Ja, jetzt habe ich einen Springer auf E5, der Turm möchte auf die siebte Reihe. Ich habe immer so ein bisschen hier so ein halbes Auge auf F7, ist ein bisschen grenzwertiger, ja? Aber immerhin sind die Figuren aktiv und das würde dem Andi vom Spielstil wahrscheinlich mehr entgegenkommen als hier in der Partie mit Dame C3 sich hier rumquälen um den Bauern, komplett die eigene Aktivität verzichten und einstellen. Das natürlich langfristig, das kann nicht gut gehen, ne? Im Regelfall. Laufe der 7 und schon droht Turm C8. Ja, steht die Dame da eben auch nicht gut. Läufer D1, auch ein ganz merkwürdiger Zug aus meiner Sicht. Ja, ich greife kurzfristig einzügig mal die Dame an. Dass im Bullet und im Blitzen da mal eine Dame bei hängen bleibt, kann ich nachvollziehen. In der Turnierpartie eher seltener. Und die Dame zieht auch einfach nur weg und hat so ein halbes Auge auf diese Diagonale. Und wir haben halt das Problem, dass dieser Zug, Läufer D1, die Türme hier disharmoniert. Und deswegen dachte ich, wäre jetzt der nächste Zug vom Andi, es kam B4, der nächste Zug wäre jetzt hier so ein Läufer F3, einfach um die Türme wieder zu verbinden. Ne? Den Läufer auf diese schöne Diagonale stellen, macht ja auch Sinn. Ne? Und nach Turm C8, dann muss die Dame eben wieder nach D3, weil wir müssen ja den D2 gedeckt halten. Wir könnten auch nach E3 gehen, hätte ich persönlich überhaupt kein Problem mit, die Dame zu tauschen und meinen D4 zu stützen. Ja, aber dann würden wir über die Dame tauschen. Und dann hätten wir wieder immer noch eine ungefähr ausgeglichene Stellung. Ja? Nach dem, jetzt kam B4 und den habe ich überhaupt nicht verstanden. Man hält die Türme, sind nicht verbunden. Man schafft sich, man hat ja auf D4 schon eine Baustelle. Warum macht man sich mit B4 jetzt noch eine weitere Baustelle auf? Einen Bauern so weit vorrücken, der wird auch irgendwann ungedeckt da rumstehen und halt, ja, mit Tempo hier kreieren und so weiter. Und macht alles verhältnismäßig wenig Sinn. Der Gegner spielt Turm AC8. Wir gucken mal eben, ja, vielleicht Springer D5 ist ja auch so ein Zug, der auf jeden Fall ins Auge springt. Jetzt muss er den B4 und den D2 gedeckt halten. Dann geht nur Dame B2. Und jetzt könnte der Springer hier nach F4 kommen. Dann auf einmal mit Dame G6, Läufer C6 Ideen, dass der G2-Punkt auf einmal unter Beschuss steht. Der Springer auf D3 auch eine Gabel geben kann. Und das ist einfach nicht schön, wenn der Gegner die Initiative übernimmt. Ne? Dann wird deutlich schwieriger. Deswegen ist B4 hier auch einfach nicht so gut. Es kam der hier. Okay, dann müssen wir die Dame zurückziehen. Wir müssen ja den hier gedeckt halten. Er schlägt und jetzt müssen wir mit der Dame schlagen. Und jetzt gucken wir mal so ein kleines Zwischenfazit. Wir haben die Dame auf dem Brett behalten, ja, aber wir haben halt einen Isolani auf D4. Der B-Bauer ist jetzt auch ungedeckt. Der Springer D2 ist ein bisschen ungedeckt oder steht da in der Fesselung drin. Schwarz könnte mit Turm C8 vielleicht die C-Linie jetzt übernehmen. Ne? Schwarz hat das Feld D5, das Feld vor dem Isolani unter Kontrolle. So richtig Sorgen hat Schwarz hier nicht. Ne? Aber Achtung, Springer E4. Was ist das denn? Und jetzt droht hier auf D2 der Figurengewinn. Ne? Weil der Springer kann nicht geschlagen werden, weil die Dame ungedeckt ist. Auch wieder ein Resultat aus Läufer D1. Okay, aber warum ist Springer E4 denn jetzt ein Doppelfragezeichen? Und jetzt schlägt der Andi hoffentlich zu. Wer findet hier einen guten Zug für Weiß? Wir könnten den Springer, ich mache eine Variante, wir könnten den Springer natürlich nach B3 wegstellen. Ja? Dann wäre der Springer gerettet. Es würde zum Damentausch kommen und das fällt beim Andi wahrscheinlich schon per se einfach schon wieder aus, wahrscheinlich. Was haben wir noch für Optionen, um den Damentausch zu vermeiden und Figurenverlust zu vermeiden? Könnten wir noch F4 spielen? Das ist der Zug, der in der Partie kam. Wir wollen aber gucken, was ist denn hier besser? Und hier gibt es einen Zug, Freunde. Oh mein Gott. Dame C7.
der gewinnt die Partie einzügig. Der gewinnt die Partie einzügig. Jetzt hängt der Turm auf D8 und jetzt ist die Dame auf C1 eben auch nicht mehr da. Sprich, jetzt hängt der Springer auf E4. Und wie will ich jetzt mit Schwarz alle Figuren zusammenhalten? Hm? Nach Turm C8 schlage ich hier den Läufer und jetzt hängen immer noch zwei Figuren. Bringt mich nicht weiter. Was ist mit Dame H4? Beide Turm und Springer decken. Dann schlage ich auf E4 und die Dame ist überlastet. Die kann nicht den Turm und den Springer gleichzeitig gedeckt halten. Ja, und dann schlage ich noch den B7, damit ich mir das Feld C5 freikämpfe für den Springer. Ja, dann tausche ich vielleicht noch eine Figur. Ich habe eine Figur mehr und gewinne die Partie. Wow, was ist hier los? Dame C7 gewinnt die Partie für Weiß. Und wieso spielt Andi F4? Andi, was ist los? Ups, ist vielleicht ein Indiz dafür, dass Andi nicht in Topform war. Ja? Oder vielleicht auch psychologisch natürlich durch die Niederlagen vorher schon so ein bisschen eingeschüchtert war oder Selbstvertrauen vielleicht gelitten hat. Mag alles dabei sein, ne? Keine Frage. Trotzdem darf man so ein einzügiges wie Dame C7 schon sehen, glaube ich. Ohne dass ich Andi jetzt böse bin, deswegen oder so, ne? Oder. Ja, F4 verhindert den Damentausch, lässt aber die Gelegenheit aus. Und Schwarz tauscht den jetzt hier und spielt den Läufer nach C6. Und jetzt haben wir das Problem. Jetzt haben wir noch eine Figur wieder getauscht. Der D4 wird also noch schwächer. Der Läufer steht gut, deckt nicht nur D5, hat diese ganze Diagonale im Auge. Die ganzen Bauern D4, B4, F4 vielleicht werden oder können schwach werden. Natürlich könnten wir den F4 mit G2, G3 decken. Dann würde aber die zweite Reihe wieder noch schwächer werden, was den König, die Königssicherheit gefährden würde. Also, summa summarum, jetzt stehen wir definitiv nicht mehr gut. Und jetzt müssen wir so richtig, richtig hart kämpfen, ob wir hier noch irgendwas holen können. Und in schlechten Stellungen macht man automatisch auch mal ungenaue oder schlechtere Züge. Das ist einfach so. Und hier müssen wir Andi jetzt aber auch rausnehmen. Von jetzt an, ja, Andi rausnehmen und den Gegner gleichzeitig loben. Wir werden sehen, der Gegner spielt jetzt gut. Ja? Obwohl er in Anführungsstrichen nur 1300 hat. Die restlichen Züge spielt Schwarz wirklich sauber zu Ende. Respekt. Dame E3, um aus der Linie rauszugehen. Okay, Dame G6 hält den G2 im Auge. Und Läufer F3. Wehrt das Matt ab, stellt sich diesem Läufer entgegen. Das ist gut. Der tauscht sich. Und jetzt hat Andi die letzte Chance hier in dieser Partie noch ungefähr Ausgleich, um Ausgleich zu kämpfen. Turm F3, der gespielte Zug, der ist es nicht. Warum nicht mit der Dame schlagen? Wahrscheinlich hat man in dem Augenblick, vielleicht war schon ein bisschen Zeitnot, das wird ja Andi uns vielleicht noch erklären können. Ja, und dann denkt man nur von 12 bis Mittag und sieht, oh, der D4 hängt. Ja, und dann bricht man vielleicht Dame schlägt F3 schon ab. Aber nach Turm D4 könnte ich auf B7 schlagen. Und jetzt ist aber einmal hier eine Grundreihenproblematik. Schwarz braucht jetzt also erstmal einen Zug, um das hier abzuwehren. Dann können wir das hier auch abwehren, das Grundreihenmatt. Die Dame auf B7 deckt den G2. Und wir haben ja potenziell 2 zu 1 hier am Damenflügel einen Mehrbauern, der vielleicht mal in Wallung geraten kann. Also das spätestens war die allerletzte Chance für Andi mal ein bisschen Aktivität zu bekommen und noch irgendwie mitspielen zu können. In der Partie folgte Turm Schacht F3. Und dann sehen wir, das ist jetzt leider sehr, sehr forciert, dass hier ein Schach kommt. Und die Idee vom Andi mit dem Turm zu schlagen, den hier rüber zu schwenken und selber wieder irgendwas zu drohen. Ja? Diese Verzweiflung, dass man unbedingt irgendwie aktiv spielen will. Ja? Und dann versteift man sich vielleicht auf irgendeine Variante, die nicht so gut ist. Aber das weiß man natürlich auch immer erst später, ne? Keine Frage. Aber hier, ja, wenn der Turm zurückzieht, dann ja, ist einfach der Bauer weg und jetzt habe ich immer noch nichts erreicht. Ja? Damit C3. Dame D5, gut gespielt. Greift den D4 wieder an. Der wird gedeckt.
F7, F6, guter Zug, droht E6, E5. Und diese Fesselung hier, ja, dass der D1 ungedeckt ist, diese Taktik auf der D-Linie. Gut gespielt vom Gegner. Turm D3, E5, alles klar. Und Andi versucht es noch, einen letzten Hurra-Schritt zu versuchen. Dieser Bauer war jetzt sowieso weg. Aber jetzt kommt die Dame darüber. Und die Idee ist es jetzt mit Turm G3, jetzt drohen wir Dame F6. Ja? Also man kann Andi keinen Kampfgeist abreden. Ja? Er versucht alles, um nochmal ins Spiel zu kommen. Problem ist, das ist natürlich alles relativ einfach, relativ in Anführungsstrichen natürlich, ne? Abzuwehren. Und der Gegner hat einfach auch gut gespielt, hat hier Schach gegeben und Turm E8 gespielt. Guter Zug. Denn jetzt auf einmal droht hier Dame E1. Dame schlägt F6. Es droht Matt in 1. Und wäre natürlich schön, ja, wenn man den Gegner jetzt ablenken könnte, ja, und der das irgendwie nicht sieht. Aber leider kommt Dame E1. Und jetzt haben wir ein Problem. Nämlich ein ziemlich großes. Das erste ist, wenn der König hier hingeht, hat Schwarz zwei Möglichkeiten. Er kann Dame E2 einfach sofort matt geben. Blöd. Er kann aber auch ein kleines taktisches Motiv, nämlich die Dame ist ja theoretisch angegriffen, aber weil der Turm diesen Bauern fesselt. Und hier gibt es einfach diesen taktischen Trick, dass man im Zweifelsfall auch den Turm dann schlagen kann, weil es mit Schach ist. Und dann hängt eben die Dame. Ja? Und dann hätte man einen Turm mehr, der Bauer würde einlaufen, würde die Sache ein bisschen hinauszögern, aber wäre auch gewonnen für Schwarz. Und in der Partie, ja, so oder so, ja, hier ist nichts mehr zu machen für Weiß und der Andi musste sich leider, leider geschlagen geben. Oh, ganz bitter. Ja, dabei war Dame C7, ne? Ah, so eine große Chance, diese Partie zu gewinnen. Sehr, sehr schade. Aber wir kennen das alle, ja, wenn man einen schlechten Lauf hat und mental vielleicht nicht mehr ganz topfit dabei ist, wie auch immer. Dann passiert das mal. Ja, das ist alles nicht schön, keine Frage. Aber wir kennen es alle und es ist erklärbar und nachvollziehbar. Auch wenn es kein schöner und kein großer Trost ist, ne? Keine Frage. Ah, schade, Andi. Schade, schade, schade. Hier wäre es wieder möglich gewesen. Okay, wir haben noch eine Runde. Wir schauen, was passiert und wir melden uns zur fünften Runde wieder. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Und wer noch mehr zu diesem Thema wissen will, der schaut sich gerne links dieses Video an oder schaut sich ansonsten einfach noch weiter auf meinem Kanal um. Vielen Dank fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal.